Wie kann man Essen mit ins Kino nehmen? Das ist ganz einfach. Ihr müsst nur ein paar Tricks kennen. Wir zeigen euch ein paar davon in unserem neuen Video. Willkommen zu einem Filmabend bei Choom Choom Food. Alex arbeitet als Security. Die Jungs sind gerade vom Urlaub zurück. Alex liebt es zu reisen, deshalb will sie ein paar Fragen stellen. Die Jungs sind immer noch so angezogen, als wenn es warm wäre. Sie brauchen eine Abkühlung. Alex hat es geahnt. Jetzt sind die Chips ruiniert. Alle Augen sind auf dieses Mädchen gerichtet. Wie hat sie nur so einen Körper bekommen? Ganz einfach. Sie hat einfach ein paar Chips für ihre Freunde versteckt. Und jetzt holt sie sich noch mehr Chips. In der Zwischenzeit wird Alex etwas trainieren. Wie soll man sich am besten ankleiden? Wie wäre es, sich als Promi zu verkleiden? Das ist überhaupt nicht verdächtig. Mit so einer Frisur kann niemand nach einem Autogramm fragen. Alex ist kein Fan. Das macht aber nichts. Der Trick hat funktioniert. Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Süßigkeiten zu genießen. Ups, das sind keine Süßigkeiten. Haare sind überhaupt nicht lecker. Das ist eklig. Eine Mutter, die ein Neugeborenes in einen Horrorfilm mitnimmt? Alex hält sich da lieber raus. Oh, was ist denn da los? Ist der Film so gruselig? Was ist los? Okay, jetzt ist es klar. Die Mutter hat etwas Nutella in einer Babywindel mitgebracht. Dieser ungewöhnliche Gast geht auch ins Kino. Er kann seine Magie einsetzen, um ein Ticket zu bekommen. Und um Alex dazu zu bringen, ihn reinzulassen. Das ist der eklig. Wer will schon die stinkenden Socken von jemandem direkt neben sein Gesicht haben? Leg dich nicht mit dem Magier an. Er weiß am besten, was man da macht. Abracadabra, die Süßigkeiten sind wieder da. Das nutzen die anderen gleich aus. Nachdem sie sich so benommen haben, werden ihre Wünsche nicht wahr werden. Tja, sie hätten sich benehmen sollen. Ein Film anzuschauen kann helfen, die Sorgen zu vergessen. Besonders, wenn man einen gebrochenen Arm hat. Aber nicht jeder kommt rein. Wer hätte gedacht, dass ein Gips essbar sein könnte? Ups, das ist ja hart wie Stein. Jetzt können nur noch Werkzeuge helfen. Nur noch etwas Größeres. Oh nein, jetzt ist der Arm wirklich gebrochen. Aber immerhin gibt es leckere Süßigkeiten. Es ist Zeit aufzuräumen. Jemand muss etwas sauber machen. Dann kommt ein Handwerker. Und ein Elektriker. Das ist seltsam. Niemand hat Alex vorher Bescheid gesagt. Das stimmt fast nicht. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, Zeit für eine Pause. Die Jungs wollen einen Snack essen, während sie einen Film schauen. So viele Leute wollen einen neuen Sportfilm sehen. Es gibt eine kurze Pause zwischen den Vorführungen. Rob ist so aufgeregt. Jemand hat einen Football mitgebracht. Ihr braucht einen Biscuitkuchen, Ganache, Fondant und ein Modellierwerkzeug. Macht Verzierungen. Ein essbarer Football ist fertig.
Wenn ein Mädchen in der Nähe ist, lässt er sich schnell ablenken. Autsch! Darauf war Alex nicht vorbereitet. Dieser Football ist nicht zum Spielen. Einige Kinobesucher können alles ruinieren. Manchmal gehen sie ans Smartphone oder unterhalten sich lautstark oder schlafen sogar auf eurer Schulter ein. Wie soll man so einen Film ansehen? Da hilft nur noch eins. Macht mit jemandem ein lustiges Foto. Wie man etwas Essen schmuggelt und dabei nicht auffällt? Na klar, eine süße 3D-Brille. Wird das funktionieren? Alex will sie testen. Wenn ein Superheld zustimmt, dann ist es okay. Ersetzt die Gläser durch Isomalt. Und ihr habt einen Snack direkt vor euren Augen. Das ist das neueste Modell. Sie zeigt sogar eure Superhelden. Das war ein toller Trick. Jetzt wird es Zeit, einen Snack mit euren Freunden zu teilen. Alex ist jedem gegenüber misstrauisch. Sie kann nicht glauben, dass die Leute nur gekommen sind, um einen Film zu sehen. Die Gäste könnten etwas verstecken. Wie kann das sein? Es ist nur Popcorn. Was ist denn mit der los? Komisch. Dieser Arzt kam, um eine Arzt-Doku zu sehen. Er muss auch durch die Sicherheitskontrolle gehen. Jeder ist ein Verdächtiger. Alles klar, jetzt ist es Zeit fürs Kino. Eine M&M's-Maske ist genau das Richtige. Tragt weiße Schokolade auf eine Maske auf und fügt M&M's hinzu. Je mehr Streifen, desto besser. Yeah, es ist lecker und süß. Das Gesicht sieht aus wie ein Regenbogen. Das Mädchen bekommt diesen Look nicht hin. Halb so wild. Hauptsache, sie haben M&M's dabei. Alex macht ihre Aufgabe super. Sie hat bei ihrer Kontrolle nichts Essbares gefunden. Wer hätte gedacht, dass die Perücke mit Saft gefüllt ist? Genial! Alle können etwas trinken. Skater wollen auch neue Filme sehen. Alex ist so happy, über ihr Hobby zu sprechen. Sie hat keine Ahnung, dass das Skateboard essbar ist. Legt drei Schichten Waffeln und Schokolade aufeinander. Dieses Skateboard sieht aus wie echt, macht Halterung aus Fondant, fügt Räder hinzu und es ist fertig. Ups, es ist zerbrochen. Das Geheimnis ist gelüftet. Verschwinde von hier. Was für ein schöner Vanilleduft. Er trifft sich mit seiner Freundin im Kino. Alex lässt ihn durch. Sie bemerkt nicht, dass es kein echter Boomschuss ist. Wenn ihr etwas Süßes mitnehmen wollt, solltet ihr ein Stier aus Fondant machen, befestigt daran Bananen und wickelt es mit feuchtem Esspapier ein. Lecker! Die Mädchen halten nichts davon. Das wird sich aber bald ändern. Jeder will euer Freund sein, wenn ihr Süßigkeiten habt. Aber niemand will seine eigenen teilen. Ein erstes Date im Kino. Es ist so romantisch. Dieses Paar kommt leicht rein. Wer hätte gedacht, dass das Oberteil essbar ist? Vielleicht ist das ein neuer Modetrend. Und hier ist das Rezept. Fädelt Marshmallows auf Kochschnüre ein. Das ist zwar aufwendig, aber es lohnt sich garantiert. Aber nicht alles auf einmal essen.